Hallo und einen wundervollen, schönen guten Abend wünsche ich dir an diesem fantastischen Donnerstag, dem 11. November, offiziell Karneval anfangen. Und mir ist in den letzten Tagen und Wochen eine Sache nochmal ganz wichtig geworden, und zwar die klarzustellen, was eigentlich ein gutes Coaching beinhalten sollte, was die Werte sind hinter einem guten Coaching. Und das ist erwachsen aus allen möglichen, hallo, guten Abend, aus allen möglichen Gesprächen und Akquise-Calls und auch aus den Coachings und aus der Analyse von dem, was sowohl in meinem Leben als auch in dem Leben von Kunden einen großen Unterschied gemacht hat. Und wie ich mir vorstelle, und wie gesagt, das basiert jetzt auf meiner Erfahrung und auch aus dem, was ich gelernt habe und aus dem, was ich glaube, was sehr wichtig ist, was eigentlich ein gutes Coaching ausmacht. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen, Wochen immer mal wieder live gehen mit einem kurzen Impuls, vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde, um zu erklären, was meine Werte sind hinter einem Coaching und was das auch für dich oder eine potenzielle Zusammenarbeit zwischen uns beiden bedeuten könnte. Und vielleicht hast du es im Titel schon gesehen. Das erste Thema oder einer meiner Meinung nach der wichtigsten Werte, der wichtigsten Grundvoraussetzung für einen guten Coach oder ein gutes Coaching ist, dass ein guter Coach deine Agenda zu seiner Agenda macht. Das heißt, Coaching ist nicht einfach Wissensvermittlung. Coaching ist nicht einfach, dass ich dir erkläre, was du zu tun hast, um. Oder dass ich dir auf Basis von irgendwelchen Büchern oder Kursen oder Theorien oder auch sogar auf irgendwelchen psychologischen Grundlagen das aufdrücke, was ich glaube, was für dich wichtig ist. Das ist kein Coaching, das ist eine Beratung oder das ist vielleicht ein Mentoring. Ja? Ein Mentor ist jemand, der ist ein paar Schritte weiter als du, der hat Erfahrungen gemacht, die du auch noch machen musst oder die du vielleicht nicht mehr machen musst, weil dein Mentor sie schon gemacht hat. Und ein Mentor hilft dir dann auf Basis von seinen oder von ihren Erfahrungen, gibt dir Ratschläge, hilft dir weiter, erzählt persönliche Geschichten. Das sind auch alles Dinge, die mir wichtig sind, die ich auch gerne in mein Coaching oder in die Interaktion mit meinen Kunden mit einfließen lasse, Geschichten zu erzählen und dadurch vielleicht ein paar Prinzipien klarzumachen. Aber es geht in einem Coaching, in einer individuellen Begleitung, geht es nicht um mich, wenn ich jetzt der Coach bin. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Agenda, es geht nicht um das, was ich glaube, was jetzt für dich wichtig ist. Es gibt eine Grundregel im Coaching, das heißt, du kannst nicht mehr für eine Person wollen, als sie selber will. Das heißt, mal angenommen, wenn ich jetzt in der Selbstständigkeit für möglich, für wichtig und für schön halte, dass man als Selbstständiger innerhalb von 3 bis 6 Monaten sich ein Business mit mindestens 10, 20 oder 30.000 Euro im Monat aufbauen muss oder aufbauen kann, weil ich glaube, das ist wichtig, weil ich glaube, das ist gut und ich halte es auch für möglich, absolut, aus meiner eigenen Erfahrung. Aber das ist dann meine Agenda, das ist dann das, was ich will. So, jetzt mal angenommen, wir kommen in den Call am Anfang, dann ist es meine Verantwortung, mit dir zusammen rauszufinden, was willst du denn? Was ist das, was du möchtest? Was ist das Ziel, was du dir stecken möchtest? Was du für realistisch und glaubbar hältst? Was du aber auch wirklich willst? Und dann helfe ich dir als dein Coach, das möglich zu machen. Die Engpässe herauszufinden, die dich daran hindern, das möglich zu machen. Das heißt, deine Agenda, das, was du erreichen möchtest, da, wo du hin möchtest, das ist das, was ich als Coach übernehme. Das sollte meine Agenda sein. Ein guter Coach hat keine eigene... hallo, Stefan. Ein guter Coach hat keine eigene Agenda. Wenn ich eine eigene Agenda hätte oder habe, dann ist es wichtig in einem Call meiner Meinung nach oder in einem Coaching, dass ich dir das klar mache, dass ich dir erkläre, dass das jetzt ein Ratschlag ist oder dass das mal auf Basis von meinen eigenen Erfahrungen ist, dass das was ist, was ich gelernt habe, aber nicht ein klassisches Coaching ist. Ich versuche es nochmal ein bisschen klarer zu machen. Ich merke, ich fassle mich gerade so ein bisschen. Ein guter Coach ist da für dich, um dir den Weg zu erleichtern, um dir Blindspots, also blinde Flecke klarzumachen, die du selber nicht siehst, selber nicht sehen kannst, um dir zu helfen, dich zu entwickeln, also diese ganzen Vorstellungen und Traumen und Selbstsabotagemechanismen, um die zu entwickeln, dass du im Kern wächst als Person. Und wichtig dafür ist, dass du sicherstellst, dass wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest und wenn du 1:1 mit jemandem zusammenarbeitest, wenn du in eine Zusammenarbeit eingehst, dass du vorher klar machst, was willst du erreichen? Wo möchtest du hinkommen? Was ist deine Agenda? Und dass du dann sicherstellst, dass du eine Person an deiner Seite hast, die dir hilft, das zu erreichen, die dich nicht in eine Form presst, wo du gar nicht reinpassen willst, die dir nicht aufdrückt, Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun willst.
Verwechsel das bitte nicht mit dem Herausholen aus deiner Komfortzone. Wir alle haben ja so eine Komfortzone um uns herum gebaut, wo wir uns wohlfühlen. Und es fühlt sich oft sehr unkomfortabel an, sehr neu an, sehr frisch an, aus dieser Komfortzone herausgeholt zu werden. Und es ist oft wichtig oder meiner Meinung nach sogar regelmäßig sehr, sehr wichtig, diese Komfortzone zu verlassen. Auch wenn es sich unbequem anfühlt, das ist nicht, was ein guter Coach nicht machen sollte. Er sollte dich definitiv aus deiner Komfortzone rausholen. Er sollte definitiv dafür sorgen, dass du deine Grenzen auch von dem, was du glaubst, was möglich ist, erweitert. Ja, ich nenne das Referenzrahmen. Das heißt, wenn für dich zum Beispiel, wir hatten gerade mit dem Business-Kontext angefangen, wenn für dich zum Beispiel die Vorstellung, dass du 10, 20 oder 30.000 Euro im Monat verdienst, noch gar nicht auf deinem Radar ist, weil du das noch nie erlebt hast, weil du noch keine Beispiele kennst von Leuten, die das machen, dann kann es sein, dass dein Coach dir hilft, das erstmal für möglich zu halten, erstmal zu sehen, dass es Wege gibt, das zu schaffen zu können und dir deswegen deinen Referenzrahmen, also deine Grenzen von dem, was du glaubst, was möglich ist, erweitert. Definitiv. Aber immer in deinem Sinne. Ein gutes Coaching ist kundenzentriert, ist klientenzentriert. Das heißt, es geht um dich, es geht um deine Engpässe, es geht um deine Ziele, die du erreichen möchtest. Und was mir so wichtig ist, im Coaching klarzumachen, auch am Anfang ist schon, dass meine Agenda ist, deine Agenda zu haben. Dass wenn du reinkommst in den Call oder in eine Coaching-Beziehung, dann verbringen wir die ersten 1-2 Sessions auf jeden Fall damit, erstmal herauszufinden, was willst du eigentlich? Wann willst du das eigentlich? Wie kannst du dir vorstellen, da schon hinzukommen? Was ist dein bigger picture, deine Vision, dein Warum? Wo möchtest du in 5 Jahren sein? Wo möchtest du in 10 Jahren sein? Hast du da überhaupt schon ein Bild oder kann ich dir helfen, das zu entwickeln? Und wenn das nachher dein Bild ist, und es kann sein, dass es komplett konträr ist zu dem, was ich will für mich, vielleicht ist es sogar konträr zu dem, was ich denke, was für dich gut wäre. Das mag sein, aber darum geht es gar nicht. Es geht um deine Agenda, es geht um dein Leben, es geht um dein Business und ein guter Coach hilft dir, das zu erreichen. Was dazu kommt, ist, dass ein guter Coach dir auch hilft, das zu hinterfragen. Das heißt, wenn du glaubst, dass du sicher weißt, wo du hin willst und was du erreichen willst, dann kann es sein, dass ein guter Coach auch feststellt, glaub, das ist irgendwas, was du dir vielleicht einredest, irgendwas, was du dir belügst oder irgendwo, wo dein Referenzrahmen zu klein ist, um darüber hinaus zu sehen. Und da ist es wieder in meiner Verantwortung als Coach zu gucken, wie kann ich dir jetzt bestmöglich helfen, herauszufinden, was du wirklich willst. Dir den Weg leichter machen, dir deine Blindspots aufzeigen. Das ist das, was meiner Meinung nach ein guter Coach macht und ist einer meiner Kernwerte für ein Coaching, diese Kunden- und Klientenzentriertheit und deine Agenda zu meiner Agenda zu machen. Es geht um dich, es geht um deine Ziele, es geht um das Leben, was du dir aufbauen möchtest. Und es geht nicht um den Coach. Es geht nicht um meinen Weg. Es geht nicht dass du nur von meinen Erfahrungen lernst. Ich bringe das gerne mit rein, ich bringe gerne Stories mit rein, ich bringe gerne Beispiele mit rein. Und wenn ich Ratschläge habe, bringe ich die auch gerne mit rein. Das ist alles on top, das gehört dazu. Und das mache ich auch klar, dass es dazu gehört. Aber im Kern geht es nur um dich, um deine Agenda und um die Ziele, die du gerne erreichen möchtest. So, das wollte ich kurz teilen. Wenn du Fragen hast dazu, zu dem Coaching, zu den Werten, zu einer Zusammenarbeit mit mir, zu den Zielen, die du dir steckst, vielleicht hinterfragst du auch manchmal, ist das, was ich denke, was ich will, wirklich das, was ich will? Oder vielleicht hast du noch gar kein klares Bild von dem, was du willst. Oder du hast ein klares Bild von dem, was du willst. Und hallo, Mr. Struck. Du hast ein klares Bild von dem, was du willst, aber fragst dich halt, inwiefern kann ich da hinkommen? Manchmal glaube ich gar nicht, dass es möglich ist. Dann schreib mir gerne eine DM, schreib eine Nachricht an mich und lass uns da mal drüber ins Gespräch kommen. Und ich gucke, wie und ob ich dir weiterhelfen kann. Und auch, wie gesagt, wenn du Fragen hast, moin David, wenn du Fragen hast zu dem Coaching an sich, zu den Werten, zu dem Thema, was ich jetzt hier gerade versucht habe, deutlich zu machen und auch zu den Videos, die in Zukunft kennen, lass mich das wissen. Ich freue mich auch, Content so zu produzieren, dass er wirklich für dich auch oder dass er dir auch weiterhelfen kann, selbst ohne oder bevor du in eine Zusammenarbeit mit mir gehst. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderbaren, schönen Abend und viel Spaß beim Weiterwachsen, beim Reflektieren, beim Business aufbauen und wir sehen uns spätestens im nächsten Video oder in irgendeiner Story oder auch mal live. Bis dann.